So, es ist wieder soweit. Endlich, endlich komme ich dazu, wieder ein neues Video für euch aufzunehmen, für alle Wollsüchtigen, Handarbeitsverrückten und Spinner. Nein, für Spinner nicht. Also für die Spinner schon, aber nicht für die Spinner. Ich spinne nicht. Zumindest nicht mit Wolle. Doch, ich spinne auch mit Wolle. Was für ein grandioser Anfang. Ich spinne aber nicht am Spinnrad oder mit der Handspindel. Nein, hätte mich zwar schon mal gereizt, aber ich muss sehen, wie ich in meinem jetzigen Lebensabschnitt noch all die Wolle verarbeite, die ich schon gebunkert habe, beziehungsweise meine neuen Wollkäufe auch noch irgendwie unterbekomme. Ja. Wer es noch nicht mitbekommen hat, sei jetzt informiert. Es ist ein Handarbeitspodcast hier. Ich berichte über alles, was ich so angestellt habe, fertig gemacht habe, neu angefangen habe, Pläne und sonst noch ein paar Anmerkungen. Ja. Ich lege einfach gleich mal los, denn es gibt viel zu zeigen und ich habe schon ein Filmchen zwischendrin aufgenommen. Das baue ich in diese Folge ein. Das ist schon über 40 Minuten lang. Also gehe ich mal gleich los und zeige euch, was ich Neues fertig bekommen habe. Hinter mir liegt das schönste Tuch der Welt. Nein, es ist ein sehr schönes Tuch. Das schönste Tuch der Welt liegt auch immer im Auge des Betrachters. Ich war hin und weg von der Strickerei. Ich weiß nicht, es hat mich irgendwie gepackt, obwohl ich tausend andere Sachen hätte fertig machen müssen, anfangen sollen. Oder, aber ich will die Folter nicht hochspannen. Ich habe dieses wunderschöne Tuch gestrickt. In rasantem Tempo. Ich zeige es euch mal von nahe. Es ist gewaschen und gespannt. Jetzt kann man da natürlich ein bisschen durch. So kann man es schön sehen, das Muster. Das ist so ein, ja, ein ganz schlichtes Muster, Webmuster, was mit dieser Wolle, mit dieser handgefärbten Wolle natürlich wunderbar rauskommt. Und ich habe ein bisschen gefadet und als ich habe es euch beim letzten Mal schon gesagt, als mir das ein bisschen langweilig wurde, habe ich hier mal so einen Abschnitt mit Backsteinmuster eingebaut. Dann habe ich wieder gefadet, habe die Fade-Abschnitte ein bisschen kürzer gewählt. Und der Abschluss, da bin ich ganz stolz, habe ich mir alles selbst überlegt. Hier ein so ein Strahlenstich habe ich da gemacht, habe ich auch irgendwo ein Filmchen entdeckt in YouTube, was ich da ausprobiert habe. Und dann habe ich hier auch noch mal so ein Lochmuster mit, also erst eine linke Reihe und dann ein Lochmuster, wo ich dann auch drei Maschen, habe ich hier erstmal drei Maschen aufgenommen, dann eine linke Masche drüber gestrickt und dann die drei Maschen wieder zusammengestrickt. Und da kommt dann auch sowas bei raus. Gut, bei dem Garn fällt es jetzt nicht so auf, aber es wird ein sehr schöner Rand dadurch. Und hier der Klassiker, der I-Cord, der normale Dreifach-I-Cord, den habe ich da drauf gesetzt. Das Tuch ist nicht allzu groß geworden. Durch Spannen ist es größer geworden. Der Volant unten sollte eigentlich kein Volant werden, ist aber doch ein Volant geworden. Ich wollte es eigentlich glatt haben. Naja. Aber das macht nichts. Es ist ein sehr schönes Tuch, lässt sich natürlich wunderbar umlegen. Oh, ich liebe es und es ist so weich. Die Wolle ist von Mayflower, dem dänischen Wollversand, beziehungsweise bei Hobby.de habe ich das gekauft. Und die andere ist von Janni, Strickeldi, Struckeldi, Struckdi hier miteinander. Jetzt kann ich euch das so gar nicht sagen. Ich muss auf die Zehenspitzen gehen. Naja, ihr könnt es euch denken. Was ich bei dem Tuch auch sehr schön fand, ist diese Mittellösung gewesen. Die finde ich, die sieht wirklich gut aus. Vielleicht noch mal zeigen, am oben am Anfang, wie schön das ist. Und ganz simpel, in der Mitte drei Krausmaschen und dann die übliche Zunahme links und rechts. Aber ich finde, das ist schon, es passt vor allen Dingen auch gut zu diesem Webmuster und die Anleitung, die Ursprungsanleitung ist von Expressions Fiber Arts. Expression Fiber Arts. Diesmal, wirklich, diesmal kommen links unten rein. Ich kann mich nur dafür entschuldigen. Ich wundere mich immer wieder, dass ich so viele treue Zuseher habe, obwohl ich so nachlässig bin beim,
verlinkender Infos. Aber Leute, seht's mir nach. Mein Laptop ist altersschwach. Da komme ich nicht mehr so zu Rande mit solchen Arbeiten. Das ist derartig langsam geworden. Ich muss es vielleicht nochmal zum Laptop-Doktor bringen. Oh Gott, Zungenbrecher. Laptop-Doktor. Ja, meine Söhne, die könnten das zwar, aber die haben halt keine Zeit, gell? Wenig. Kennen wir das? Kennen wir. Ja, habe ich auch nie, ne? Also. Wie heißt es? Finished Objekt Nummer 1. So, dann zeige ich euch Finished Objekt Nummer 2. Die die letzte Folge gesehen haben, können sich vielleicht denken, was jetzt kommt. Die Spannung steigt, Trommelwirbel. Mein Weihnachtspulli. Ja, ich eigentlich nur Weihnachtspulli wegen der Farbe und weil ich den auch über die Weihnachtszeit gestrickt habe. Als solches kann man nicht sagen Weihnachtspulli. So, und jetzt sage ich euch mal den Clou. Ah, hier ist ja wieder mein Garnreste-Döschen. Den Teil davon habe ich jetzt schon wieder weg in eine Gnommütze. Ach, apropos Gnommütze. Leute, hat ja der Thorsten von Just Do It das verworfen, dass man, oder der Marco und der Thorsten bei ihrem Duettvideo, wo sie beide zu sehen waren, haben sie gesagt, gut, sie verstehen das, wenn Leute das mögen, sie mögen es nicht, ist natürlich auch okay, wenn das jemand nicht mag. Aber bitte Leute, die kleinen Gnomis, die sind so nett, die bringen so viel Freude ins Leben bei vielen Menschen. Also haben sie auch eine Existenzberechtigung. Und ihr glaubt ja gar nicht, wenn ich das Leuten zeige, die nichts mit Stricken oder Handarbeiten oder sonst irgendwas am Hut haben, wenn die so ein Gnomi sehen oder zwei, dann kriegt es immer ein Lächeln ins Gesicht und dann sagen sie, ach, ist das süß, ach, wie goldig, könnte ich nicht auch einen haben? Diese Frage ist schwer zu beantworten, denn die Leute haben ja keine Ahnung, wie viel Arbeit da drin steckt. Aber mehr zum Gnomi, wenn demnächst der Gnomkahl startet, ne? Habe ich dann in dem Zwischenteil auch schon was dazu gesagt. Es gibt ja aktuell einen neuen Gnomkahl von Sarah Schira. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Gnom heißt. Die Namen und Bezeichnungen zu den Gnoms, die verwechsel ich immer. Aber ja, so viel als Einwurf schon mal zu der Gnomgeschichte. Ich hab sie von Herzen gern. Ich hätte nur noch mehr Zeit dafür übrig zu bringen. Aber ich bin so mit anderen Sachen beschäftigt, dass momentan die Gnomis ruhen. Der Angefangene auch. Und jetzt muss ich demnächst einen neuen anfangen. Ich hoffe, ein Bart ginge noch aus dieser Wolle. Für einen Gnom. So ein Schnurrbart. Das ist alles, was ich übrig habe. Wirklich, wirklich, wirklich. Mehr nicht. Doch, noch ein Futzelchen ist da in dem. So. Leute, gibt's das? Das war ja noch nie da. Aber gut, bei dem Material und dem Pulli ließ sich das wunderbar so machen. Ich zeige euch gleich die Einzelheiten. Ich habe, weil ich Podcasts geguckt habe und gesehen habe, die liebe Roji, nicht Joji, Rochi ist Taschenfan. Also habe ich kurzfristig meine Maschenprobe, die ich gemacht habe, zur Tasche umgefrickelt. Und habe sie hier unten angenäht. Es ist ein Oversized-Pulli. Er hat schöne weite Ärmel, was ich bei dem Material sinnvoll finde. Also dieses Kuschelmaterial, das ist die Melodie von Drops gewesen. Da kann man keine Engelärmel. Engelärmel. Engenärmel gebrauchen. Sondern ich habe das dann so gelöst. Hier oben waren sie ziemlich weit, dann habe ich bis hierhin so jede vierte Reihe abgenommen, dann habe ich ein bisschen schneller abgenommen und nochmal ein langes Bündchen dran gestrickt, damit das Ganze Halt bekommt. Ja, und hinten, wie beim letzten Mal schon gezeigt, ist er länger, was auch sehr positiv sich auf den Pulli auswirkt. Und was auch super ist, ich habe hier, da ist eine kleine Unregelmäßigkeit, aber das ist, manchmal liegt es an dem Garn hier bei dem Melodie, aber das ist ja so gewollt. Hier in dieser Linie habe ich wegen der Oberweite ein paar Maschen dazu gemogelt, sodass der so ein bisschen, ihr seht es ja hier, ab da so ein bisschen in Falten. Und das ist ideal. Jetzt könnt ihr mich mal wieder sehen. Und dann machen wir jetzt, wie sagt die
sagte Janni immer. Zack, ich probiere das auch mal. So, haha, ich hab's getan. Ich habe den Pulli übergeworfen. Seht ihr, so könnt ihr das jetzt auch noch. Ich bin extra auf den Hocker gestiegen. Weil ich weiter zurück komme ich jetzt schlecht. Aber ist egal, ihr könnt es ja sehen. Hier oben war es noch normal. Laut Anleitung. Das ist übrigens der Raglano von. Puh, gefuselt noch arg. Von Nicola Susan. Und ihr seht es hier, ich habe das dann beim Anprobieren gemerkt, habe ich gedacht, wenn ich das nur so weiter stricke, könnte es ein wenig die Oversized-Geschichte, den Charakter verlieren. Und jetzt, bitte, jetzt dürft ihr mir mal auf den Busen gucken. Auf die Brust. Herrgott nochmal, der fusselt wirklich ein bisschen, obwohl ich es beim Stricken gar nicht so empfunden habe. Aber da ich ein bisschen Lippenstift aufgetragen habe, das Fettige, da bleibt gleich alles hängen. So, also, ihr könnt es jetzt schon erkennen, ne? Da habe ich dann hier so ein bisschen so verteilt, immer mal eine Masche zugenommen, habe mir das auf eine Strichliste geschrieben und hier ein bisschen zugenommen und dadurch kriegt er hier einen schönen Fall. Und die Ärmel schön weg von, ne, hier, so auch wir schwitzen und so, ne? Das Material ist sehr angenehm, die Ärmel sind lang genug, könnt ihr gut sehen. Die Tasche könnt ihr jetzt nicht sehen, die zeige ich euch hier, das ist nur die eine, die. Ne? Das reicht aber, um ein Tempotaschentuch reinzustecken. Und dann hatte ich mir ja so einen Stehkragen gewünscht. Ja, den habe ich gerade noch mit der Wolle so hingekriegt. Habe einfach hier Maschen rundherum aufgenommen, habe die mit einer kleineren Nadel rechts gestrickt, weil ich nicht sicher war, ob ich es durchs Rechtsstricken hätte sich es nach außen gelegt. Jetzt könnte ich gleich mal wieder runtergehen von dem Ding. Hätte sich es nach außen gelegt und automatisch so ein bisschen gerollt. Und das wäre aber die linke Seite oben gewesen. Das hat mir nicht gefallen. Also habe ich munter weiter gestrickt, habe dann nur eine Reihe links dazwischen gemacht in dem Rechtsgestricke. Für den Knick hier oben, dass sich es schön legt. Und dann wieder mit einer etwas größeren Nadel weiter gestrickt, weil ich das ja dann hier innen angenäht habe. Ne? Das war dann die ideale Lösung. So, und jetzt seht ihr schon die ganze Zeit hier was. Hallo? Gehäkelt? Hallo? Das war eine Häkelmaschenprobe aus dem Garn. Ich wieder, gell? Ich zeige es euch nochmal so. Da habe ich eine Weile rumgefrickelt, bis ich das so vernünftig drin hatte. Vielleicht muss ich es da nochmal ein bisschen festnähen mit dem normalen Nähfädchen. Weil ich habe ja kein Garn mehr. Ja, das war so eine Notlösung. War wieder Sylvia Speziallösung und jetzt ist es ein Designelement. Denn. Ich habe den anprobiert ohne das Läppchen, ohne das Häkelmusterläppchen. Wobei ich festgestellt habe, dass die Wolle sich fürs Häkeln überhaupt nicht eignet. Überhaupt, könnt ihr glatt vergessen. Ne? Also das geht nicht. Habe ich hier bei der Maschenprobe gemerkt. Aber die hatte ich ja noch und ich habe natürlich nach Garnresten gesucht, weil ich ja keine Wolle mehr hatte. Und da war ich schon, habe schon hier die Luft angehalten, dass das reicht, um rundherum zu stricken noch, um das Ende noch anzubringen. Und ich habe natürlich auch vor allen Dingen die Originalwolle zum Vernähen genommen, für all das, was noch zum Vernähen war. Die Tasche annähen, die kann ich euch jetzt auch noch mal, gleich noch mal ein bisschen besser zeigen. Das war die Maschenprobe, habe ich einfach glatt rechts gestrickt, um das rauszufinden. Und oben kraus rechts ran, das war jetzt ideal. Denn auftrennen lässt sich das Garn auch schlecht. Und ja, wo war ich stehen geblieben? Und dann habe ich gemerkt, die Tasche annähen und so, das geht natürlich am besten in dem Originalgarn. Das sieht man dann überhaupt nicht. Und da habe ich dann gewusst, ich brauche auch zum Annähen hier noch einen Faden. Und hier, um das da reinzunähen, Faden. Gut, denn ich hatte es anprobiert ohne das. Und das war dann, könnt ihr euch ja vorstellen, irgendwie habe ich dann gedacht, na toll, ist ja gar nicht toll. Erstmal sieht es ein bisschen komisch aus. Der wuschige Pullover und nix da oben drin. Ich kann aber auch nix hier oben haben wegen meiner Schilddrüse. Und dann habe ich ja dieses Läppchen da auf dem Tisch liegen gehabt beim Nähen, Vernähen, weil ich noch gedacht habe, zu allergrößten Not muss ich da was aufribbeln. Ne? Und dann habe ich gesagt, hallo, hab's mal reingehalten, hab's mal mit Sicherheitsnadeln festgesteckt. Und siehe da. Vielleicht greift es sogar jemand von diesen ganz tollen Designern, die uns hier mit ihren Wahnsinnsanleitungen immer wieder infizieren, auch mal als Idee auf.
Und der Pulli heißt dann vielleicht Sylvina oder so irgendwie. Muss nicht Sylvia heißen, aber was in die Richtung und dann werde ich auch berühmt. Und ihr macht es alle nach. Vielleicht macht es ja auch so nach. Nicht schlimm, gell? Ja, gut, jetzt wird mir der ein bisschen warm. Mache ich noch mal kurz Break. So, da bin ich wieder. Ja, bin richtig glücklich, das merkt ihr ja, ne? Weil ich bin eben in so einem Fertigmach-Modus. Zusätzlich zu einer großen Experimentierfreude, aber davon später mehr. Aber fertig machen bin ich auch heftigst dabei. Zeige ich euch noch was? Steigt besser wieder drauf, dann kann ich das besser zeigen. Ein Schal gehäkelt. Die Anleitung ist von der Marina Butterblume. Den Kanal Butterblume kennt ihr vielleicht noch. Ich habe natürlich wieder ein bisschen abgewandelt. Liebe Marina, verzeihe mir, deine Originalanleitung ist wunderbar und absolut toll erklärt und gibt's kein Hin und Her. Für alle, die sowas häkeln wollen, können sich da wunderbar danach richten. Du hast auch so eine Abstreichliste dazu gemacht für jede Reihe. Und ich habe trotzdem am Anfang irgendwie in einem Anflug von geistiger Umnachtung, hier hätte man nur rechte Maschen häkeln sollen und dann eine Reihe quasi glatt rechts und einmal so von hinten oder von vorne einstechen. Ich will gar nicht so viel sagen, damit ich das jetzt nicht verrate. Und dann kommen hier so zwei spezielle Einsätze. Also, oder eigentlich drei, die, das da und das da. Und den Zwischenstück habe ich mit einem anderen Garn gehäkelt, weil ich nicht sicher war, ob meins reicht. So. Und irgendwie muss ich nicht aufgepasst haben. Hat er so ein bisschen eine Rundung gekriegt, der Schal. Ihr seht, er hat auch so eine Art Volant. Das gefällt mir eigentlich viel besser, die Seite. Ne? Ach, habe ich gedacht, sollte das jetzt alles rippeln? Wahrscheinlich habe ich hier irgendwo Maschen weniger gemacht. Ich weiß es nicht. Hier gucken noch ein paar Fädchen raus. Stört euch nicht dran. Das stört natürlich jetzt den Eindruck von dem tollen Schal. Hier habe ich auch schon den Rand eingehäkelt. Und da hängen auch noch überall die Fädchen. Also das habe ich jetzt nicht mehr geschafft vom Video, das nochmal zu nähen, zu vernähen. Ich wollte euch den jetzt aber auch unbedingt fertig zeigen, denn die Marina, die wartet sicher auch schon drauf, dass ich mich melde zu ihrer Anleitung. Und das muss ich jetzt alles nachholen und hoffe, sie ist nicht sauer, dass ich das jetzt schon gezeigt habe. Aber schlussendlich, so sollte die andere Seite auch sehen. Aussehen, die da. Denkt euch das jetzt. Ach du, mal da, wo das Fädchen ist weg, dann kann man es schön. Es ist eigentlich ein tolles Muster, ne? Ein toller Schal. Toll, toll, toll. Ihr müsst den ja auch nicht mit den Streifen da drin machen. Man kann es auch ohne machen. Und hier habe ich halt Mist gebaut am Anfang. Das lag nicht an der Anleitung. Nein. Es lag an mir. Ich war entweder zu müde oder zu abgelenkt oder was weiß ich. Aber ich finde es trotzdem, der Schal, den kann ich mir dann auch immer so ein bisschen mit dem Volant nach unten umwerfen. Und dann kriegt er auch einen schönen Fall. Das ist dann ja durchaus nicht verkehrt. Ne? Wie sagt man so schön? Aus der Not eine Tugend machen. Das passt sowieso zu dem ganzen Video hier. Ja, das ist mein Videotitel. Aus der Not eine Tugend. Und der ist natürlich wunderbar lang. Den kann man sich wunderbar umwerfen. Und ihr wisst ja, ich liebe Türkis. Das passt schon gut, auch mit dem Volant, der da entstanden ist, den ich nicht wollte. Und die Marina auch nicht. Aber es ist wieder ein Sylvia Design Feature, da kommt jetzt niemand drum rum. Ihr könnt es ja so machen, wie genauso machen, wie es in der Anleitung steht. Ne? Ihr müsst euch da nicht nach mir orientieren, dass ich immer alles anders mache. Aber klasse. Klasse, klasse. Und das ist so ein günstiges Acrylgarn gewesen. Das ist eine Baumwollmischung. Lana Grossa Big Wool oder was das war. Und das ist ein billig Acrylgarn. Billig, billig. Moment, ich ganz kurz aus dem Bild gehen. Und das habe ich mal, da wollte ich. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen wollte. Mich hat die Farbe so gereizt. Das ist noch der Rest. Deswegen, ihr könnt euch denken, das hätte nicht gereicht in der Mitte für die. Seht ihr mal, wie schön der aussieht. Ne? Oh, echt. Wunderbar. Also Marina, hast du eine tolle Anleitung gemacht.
Ich werde alles verlinken. Diesmal verlinke ich alles. Okay. Und dann wollte ich euch noch sagen, was ich für einen Probenlappen gestrickt habe. Und da habe ich gedacht, oh, aus so einem billigen Acrylgarn könnte man ja mal tatsächlich einen Schal machen. Und da habe ich mal einfach nach einem simplen Muster und mit einer relativ großen Nadel, ich glaube, das war eine Fünfernadel, das hier gestrickt. Und guck doch mal, wie toll das aussieht. Jetzt kann man es besser erkennen, ne? Und das fasst sich auch so schön an. Und da habe ich gedacht, ah, da könnte man auch ein Kinderjäckchen draus machen oder so. Eben Acryl, das ist ja halt praktisch. Und gut, das ist so schön. Das Muster ist ganz, ganz, ganz einfach. Das ist eine rechte Reihe. Dann, glaube ich, könnt ihr ja zählen. Eins, zwei, drei. Drei, glaube ich. Man weiß nicht mehr genau. Drei oder vier. Rechts, links. Und dann wieder eine rechte Reihe. Und dann versetzt. Und das wirkt so schön in dem Garn. Und das fasst sich so toll an, hat Griff und ist weich und trotzdem und macht Spaß beim Stricken. Das ist auch was für einen langweiligen Schal durchaus geeignet. Oder man strickt einen Schal, wo man das am Anfang macht und dann macht man damit ein ganz anderes Muster und das wieder am Ende. Das macht sich sicher auch gut. Ja, ihr seht, ich war fleißig, ne? Es ist deswegen auch manches zum Erliegen gekommen und manches endlich fertig. Wird ja auch Zeit, es wird ja immer wärmer draußen. Oh, heute haben wir diesen Sturm. Heute Nacht. Ich habe die ja, deswegen bin ich auch so aufgekratzt. Entschuldigt bitte, wenn ich so aufgekratzt bin. Ich merke das eben gerade selbst. Aber es war heute Nacht so stürmisch. Und auf der Seite im Schlafzimmer, wo ich schlafe, ist dann nur so ein halber, ja, so ein, ja, ne. Meter, vielleicht einen Meter bis zum Fenster, so tief, ne, wie man halt braucht, den Platz, um ans Bett zu gehen und noch ein Nachttischchen aufzustellen. Und dann kommt das große Fenster und der Rollladen davor und das ist die Wetterseite. Also heute Nacht habe ich ein paar Mal gedacht, ich stehe auf. Also das heißt, ich bin auch aufgestanden, habe mich dann aber immer wieder hingelegt. Bin kein ängstlicher Typ. Ich habe wirklich diesbezüglich wenig Angst, auch nicht beim Gewitter oder sonst irgendwas. Ich habe andere Ängste, aber die Angst habe ich nicht. Aber heute Nacht habe ich Angst gehabt. Ich habe gedacht, mir fliegen fort oder der Rollladen platzt oder. Und das hat der Vorhang. Ist ein Rollladen, das Fenster geschlossen. Da gucken wir jetzt schon immer, dass die Dichtungen gut, richtig gut sind. Und trotzdem hat der Vorhang hat sich bewegt. Ha, so ein Sturm. Naja. Oh je, jetzt habe ich schon 22 Minuten hier wieder gequasselt. Das gibt diesmal eine große Folge. Für alle, die die große Folgen lieben, ihr kriegt diesmal eine lange, lange Folge. So, ich habe eben festgestellt, dass der allererste Teil, da habe ich noch immer weitergeredet und weitergeredet und mir jetzt gemerkt, das Video hat abgebrochen zwischendrin. Jetzt muss ich noch mal das einflicken, was das Video nicht aufgenommen hat. Denn ich wollte euch doch noch was zeigen. Hier gleich zu Anfang oder relativ zu Anfang. Ich habe etwas fertig, fast fertig, aus Chunky Garn, aus Chenilgarn. Dieses hier, das habe ich mal in irgendeinem Billigshop mitgenommen. Und das sieht jetzt so aus. Das ist ein Hockerbezug und den habe ich mit halben Stäbchen gehäkelt. Die liebe ich für sowas, die mag ich sehr. Hier in der Mitte ist es vielleicht noch ein bisschen, naja, das ist wie so ein Knubbelchen hier geworden. Aber das konnte man am Anfang nicht sehen. Das ist so ein bisschen der Nachteil von dem Garn. Gehäkelt habe ich das mit dieser Häkelnadel hier. Eine Achter aus Holz, geht gut. Und habe das auf meinem Hocker, ich habe denselben Hocker wie meine Schwester, die bekommt das, falls ich das jetzt noch nicht gesagt hatte. Bei der Erstaufnahme habe ich es gesagt, jetzt bin ich nicht sicher. Falls ich jetzt mich wiederholt habe, entschuldigt bitte. Also das wird für so einen Gesundheitshocker in Bezug, ein Wunsch. Und ich habe das auf unserem Hocker, wir haben nämlich den gleichen ausprobiert und habe jetzt schon das Ende ganz nahe, das ist auch alles, was übrig ist. Und das reicht jetzt hoffentlich noch für die letzte Runde feste Maschen über der vorletzten Runde, die ich Stäbchen gehäkelt habe, damit man hier was durchziehen kann, um das Ganze auf dem Hocker zu befestigen. Und ich denke, das wird recht nett als Hockerbezug. Der Bezug jetzt ist ziemlich unansehnlich geworden. Und ich werde, wenn ich wieder so Garn kriege, das für unseren Hocker auch häkeln.
ist schön, schnell gemacht und macht riesen Krach, wie ich finde. Sieht toll aus. Man kann es ja, wenn es schlicht haben will, auch Uni machen. Ne? So, da hatte nämlich vorhin das Filmchen einfach aufgehört und ich habe geredet und geredet und dann war das gar nicht dabei. Und deswegen jetzt nochmal hinten dran. Und dann wollte ich euch zeigen, das kriegt meine Schwester von mir und das habe ich von ihr. Das hat sie von einer Bekannten, die Nähfreak ist und die hat diesen schönen Projektbeutel genäht. Mit zwei Henkelchen, Täschchen hier außen, die netten Schäfchen. Hier guckt das schwarze Schäfchen da so mit dem schwarzen Gesicht so ein bisschen raus. Ja, praktisch. Ne? Kennt ihr ja. Das Einzige, was mir jetzt da nicht so gefällt, sind die Bändelchen, aber da fällt mir vielleicht noch was ein. Vielleicht, wenn davon noch was übrig ist, mache ich da vielleicht ein Zöpfchen. Das passt mir vielleicht ein bisschen schöner dazu. Mal sehen. Gut, das war's jetzt aber wirklich. Jetzt geht's nämlich weiter mit der Passage, die ich schon vor 2 Tagen oder so aufgenommen habe. Ne? Bis gleich. So, nachdem ich schon dreimal angefangen habe mit meiner üblichen Begrüßungsrede, ist mir erst eingefallen, dass ich ja diesen Abschnitt jetzt hier meines Handarbeit-Podcastes in die Gesamtfolge einbauen werde. Ja, weil ich kann das diesmal gar nicht alles auf einmal bringen, was ich so alles getrieben habe. Ich war sehr experimentierfreudig und das sollt ihr in diesem speziellen Abschnitt auch mit nachempfinden können, wie das eine zu dem anderen kam. Und ich habe euch ja schon in der Zeit vor diesem kleinen Element hier gesagt, dass ich versucht habe, im Januar einiges fertig zu kriegen und vor allen Dingen von irgendwelchen oder die Projekte, die besonders ins Stocken geraten sind und mich belasten, in Anführungsstrichen. Ich möchte sie jetzt unbedingt fertig haben. Viele von euch kennen es noch aus meinen vorherigen Folgen, haben es aber schon lange nicht mehr gesehen. Ein Teil, was fast, aber noch nicht ganz fertig ist, eben ist was wieder was runtergefallen. Das passiert ja immer in meinen Videos, also entschuldigt bitte. Der Jura-Cardigan. Ich habe ihn einmal wunderbar fertig gesehen und zwar bei Annette Sinwert-Nitz. Da war ich sowas von neidisch und auch hatte auch ein schlechtes Gewissen, weil ich mir dachte, Mensch, du hast das auch schon so weit vorangetrieben, das Projekt, und jetzt liegt es da und geht nicht voran. Also weiter. Und der Grund ist der, dass die Alpaka von Silk. Alpaka von Silk, Alpaka von Drops, dass die nicht so besonders geeignet ist. Also für meine Art, Colorwork zu stricken. Das ist einfach zu weich und zu zart und zu fluffig, das Garn. Und mein Strickbild sieht nicht so hundertprozentig aus und auch die Fadenspannung zu halten und so weiter und so weiter. Als ich gesehen habe, dass die Annette, ich zeige schon mal so ein bisschen was rein, dass die Annette, das mit Flora oder mit Lema gestrickt hat, ich weiß, oder Nord von Drops. Ich glaube, es war die Flora. Also es tut mir leid, also irgendein anderes mit sehr großem Farbspektrum vorhandenes Garn im Sortiment von Drops. Entschuldigt bitte die Werbung jetzt für Drops, aber es ist nun mal so, dass uns das doch auch viele beschäftigt, denn gerade Drops hat ja diese große Farbauswahl und ist recht erschwinglich. Und viele von euch kennen es. Und ich ließ mich dazu hinreißen, ein großes Sortiment an Alpaka zu kaufen, als ich eine Decke stricken wollte. Nee, häkeln. Häkeln. Aber dazu später mehr. Jetzt habe ich dann gedacht, ich stricke diesen Jura-Cardigan aus der Wolle und bin gescheitert. Jetzt habe ich gedacht, nee, das wird niemals fertig, das Projekt. Das bleibt ein ewiges UFO und dafür ist es zu schade, was ich alles schon gemacht habe. Und dann habe ich so überlegt und überlegt und jetzt zeige ich euch mal die eine Seite von dem, was mir rausgekommen ist. Ja, ihr werdet gar keine Ahnung haben, was das jetzt sein soll. Und ich zeige euch die
andere Seite. Hier kommt eine Überraschung. Es ist wieder Sylvia-like, ne? Also ich, für alle, die stets an ihren Handarbeiten oder ich stets gelegentlich an ihren Handarbeiten verzweifeln, lasst euch von mir gesagt sein, es gibt immer einen Ausweg. Und ich wollte eben nicht rippeln, weil ich da schon so viel Arbeit reingesteckt habe. Jetzt könnt ihr es ungefähr ahnen, was ich gemacht habe. Ich zeige es euch mal von zwei Seiten. Also ich habe die Jacke jetzt so weit gestrickt gehabt. Das ist übrigens der Bund unten. Dann habe ich hier hochgestrickt, dann ging es weiter hier hoch, hier hoch, hier hoch. Und so weit bin ich dann gekommen, also die doppelte Länge sozusagen, und habe festgestellt, nee, das wird nichts. Ich hatte ja hier schon mal getrickst mit Hebemaschenmuster und Farbverlaufsgarn. Das so ein bisschen, wenn man es so rum sieht, sieht so ein bisschen aus wie klein eine Lama-Herde, die hintereinander herlaufen, so von weitem. Könnte man meinen, das wären lauter Lamas, habe ich gemerkt. Und auch hier das Hellblau im Weiß, das ist so dezent, das kommt nicht richtig durch. Und ihr seht ja, ich habe jetzt noch nichts gewaschen, noch nichts ins Entspannungsbad gelegt, dass es nicht so toll ist, wie hier zum Beispiel bei den Herzchen, die ich gestrickt habe. Es ist einfach hier. Ich war nicht zufrieden. Ich habe gedacht, jetzt steckst du da so viel Arbeit rein und es wird nichts. Nee. Also habe ich, was unfast schon zu erkennen und zu erahnen ist, einen Loop gemacht. Ich habe es doppelt gelegt, habe es Bündchen angenäht hier oben, also umgeklappt. Und es hat sehr gut funktioniert hier mit dieser Kante bei mir. Ich schaut es euch mal hier so ein bisschen an. Und das ist ja auch ein bisschen fester, aber ich habe eine Weile rumgenäht. Also erst abgesteckt, dann abgeheftet, dass es schön, wunderschön zum Liegen kommt. Und das ist mir gelungen. So sieht es auf der einen Seite aus und so auf der anderen. Also man kann es, könnte es beidseitig tragen. Ich werde es aber nicht so oft beidseitig tragen. Beziehungsweise ich muss mir überlegen, hier ist der ursprüngliche Steg. Da werde ich, das habe ich hier gehäkelt. Ich immer mit meiner Aktion häkeln und stricken, weil ich hier was anderes ausprobiert habe und bei dem anderen ausprobieren, da habe ich gedacht, hey, hallo, damit kannst du diese Stieglinie überdecken. Und es ist was Einmaliges. Es ist wirklich, es sieht so richtig indianisch aus, indianermäßig, ne? So irgendwie. Also ich bin nicht unzufrieden. Hier oben ist natürlich auch die Lücke vom Stieg. Ich hätte es natürlich auch mal stiegen können und mich eigentlich mal trauen können, aber ich werde es auf irgendeine elegante Art und Weise schon hinbekommen, das so zusammenzumachen. Und auf diese Seite halt auch noch ein, ja, so eine Applikation drauf machen. Ja, und dann sieht man das nicht mehr. Ich habe als Applikation mal ausprobiert, Federn zu häkeln. Das habe ich jetzt auch nur eine hier liegen. Ich weiß jetzt nicht, wo die andere ist. Hängen natürlich überall noch Fäden dran. Ja, also diese Feder könnte man auch da drauf tun, so von links nach schräg. Da bin ich so irgendwie durch diesen indianischen Aspekt drauf gekommen. Aber ich weiß nicht, wenn es auf der Seite das ist und auf der Seite das, ob mir das gefällt. Keine Ahnung. Hier kann man nur ahnen, ich hatte ja noch 250 andere Fäden, die habe ich jetzt größtenteils verknotet, lose verknotet, innen drin gelassen. Da brauche ich ja nichts zu vernähen. Und hier am Rand, das werdet ihr noch sehen, wie ich damit die Sache fertig verarbeite. Hier kommt dann eine Kordel rein oder eine Strickkordel in diesen Abschluss. Es ist ja eine dafür vorgesehene Möglichkeit, was durchzuziehen. Ich probiere das jetzt mal mit dem Finger zu demonstrieren. So, was dann dazu führt, dass man dieses wunderschöne Teil, also hier, so gefällt es mir ja jetzt irgendwie, ne? Sich nicht nur so lose umdrapieren kann. Das sieht ja dann ein bisschen komisch aus, weil einfach zu weit. Aber man kann es ja jetzt hier so ein bisschen zusammenfassen. Ja. Und so sich um die Schultern machen. Oder
Wenn man es weit lässt, die Kordel, kann man auch wunderbar, das geht, einen dicken Loop draus machen. Dann kann man sich die Sachen hier so hintun, wie man es gern hätte. Und wenn es kalt ist, der übliche Trick, ne? So rüberziehen. Ja, das sieht natürlich jetzt sehr, sehr blöd aus. Ich hoffe, ich krieg's noch fertig in Kürze und zeige euch das dann, wenn es richtig fertig ist. Denn das ist ja nur dieser Blick in die Vergangenheit. Ja, musste sein, ne? Also, ihr seht, ich bin eine sehr verrückte Handarbeiterin. Und ihr schreibt mir auch immer, dass euch das auch gerade großen Spaß macht. Weil vor allen Dingen, wenn ein Projekt wirklich sinnlos zu werden scheint, weil man es nicht mehr fertig machen will, dann doch noch eine Lösung zu finden, wie man es verwenden kann, ist doch eine schöne Sache. Und vor allem die Wolle zu ribbeln nochmal, nee. Und wegzuschmeißen, nö. Und so ist das ganz gut. Die Herzchenkante ist hier auf der einen Seite unten und auf der anderen Seite sieht es auch schön aus. Da haben wir die Lamas zwar auf dem Kopf stehen. Man kann sich ja was anderes ausdenken, was es sein könnte. Egal. Ja, es wird so zum Einsatz kommen. Ich bin mal gespannt, wenn ich es dann richtig fertig habe und es ist gewaschen, gebadet und vielleicht ein bisschen, nicht gespannt, aber so ein bisschen spannend, dass diese Unruhe rauskommt, wie es dann aussieht. Gut. Ihr dürft auch gespannt sein. Ja, und dann habe ich ja noch eine Idee für den Ärmel. Achtung. Soweit hatte ich ja den Ärmel gestrickt. Was mache ich mit dem? Mit dem mache ich auch was Tolles. Jetzt sind natürlich hier wieder ein Haufen Maschen abgehauen. Ich werde dieses Muster noch ein Stückchen weiter stricken, wieder ein bisschen enger werden lassen. Und dann, tada, gibt es ein Stirnband. So rum wird es nichts. Das muss dann vorne sein am Stirnband. Ja. Also, abwarten. Es bleibt lustig. Aber das passt dann natürlich zu diesem. Ne? Ja. Mal schauen. Ich bin richtig happy, dass ich auf diese Lösung gekommen bin. Es hat mir ehrlich gesagt ein bisschen im Magen gelegen, so ein tolles, unfertiges Projekt auf ewig in dem Korb zu behalten und immer wieder hinzugucken und zu denken, oh je, was mache ich damit, was mache ich damit? Und dann irgendwann kam die Eingebung. Also es ist nicht das super tolle Stück, was man irgendjemanden mit allem Stolz vorführen könnte. Aber es ist individuell, es ist lustig, es ist folkloristisch und es wärmt und ich werde es auch ganz bestimmt tragen, bin ich ziemlich sicher. Solche Sachen trage ich ganz gerne, weil das wärmt hier so um die Schultern rum und sonst hat man ja öfters in dem Alter, in dem ich bin, so seine fliehende Hitze und da will man gar nicht so eine dicke Jacke anhaben. Gut, ich hoffe, bis der Film ganz und gar hochgeladen wird, dass ich euch nach diesem Teil hier das fertige Projekt dann zeigen kann. Das spornt mich jetzt auch wirklich an, denn ich habe wieder einen solchen Experimentierschub bekommen durch diese Geschichte. Unter anderem habe ich natürlich recherchiert, was kann man machen, was kann man tun und kam vom Hundertsten ins Tausendste. Noch dazu habe ich Wolle gekauft. Ja. So viel dazu. Ich zeige euch jetzt mal ganz witzig, was ich für eine Wolle gekauft habe. Hier. Die gab es, Achtung Werbung, bei Teddy. So kleine Mini-Knäulchen. Und die gab es auch in Pastellfarben. Warte mal, hier habe ich noch einen Beutel. Mein Experimentierbeutel. Das sind die Pastelltöne ohne Glitzer. Das ist mit Glitzer. Und da sind die drin. Doch, das ist eins mit Glitzer zufällig. Da gibt es auch welche ohne. Das da, das da, das da, das da. Ihr seht, ich habe schon was damit probiert. Und zwar, weil ich ja diesen Steak von dem Cardigan, dem Ex-Cardigan, verhüllen wollte,
Und ich dann dieses Indianische so im Hinterkopf hatte, wie ich das so gesehen habe, nachdem ich es zusammengenäht hatte, habe ich gedacht, das hat so was Indianisches. Und was passt zu Indianern? Federn. Ihr habt ja gesehen, ich habe ja hier diese kleine Feder. Ich habe noch eine gemacht, aber ich finde die jetzt nicht. Egal, vielleicht taucht sie irgendwo noch auf in meinem Chaos hier. Ich habe wirklich Chaos momentan. Also, Federn war das Stichwort zunächst. Und über Stöckchen oder wie sagt man über Höppchen und Stöckchen oder keine Ahnung. Habe ich mal eine Feder gehäkelt. Und es durfte natürlich nicht gleich eine normale Feder sein. Nein, es musste gleich eine Pfauenfeder sein. Da gibt es Videotutorials dazu in YouTube. Und ich habe das aus diesem tollen Garn hier, ne? Musste ich gleich mal ausprobieren. Habe ich diese Pfauenfeder gemacht. Jetzt kann man hier auch noch Federn dran machen. Wie so Makramee ist das dann auch. Und mit einer Bürste, eine Drahtbürste, die ich noch nicht gefunden habe, ich habe schon überall geguckt, das dann auseinander machen, dass das so aufluft wie hier, ganz und gar. Dann kann man es auch mit Haarspray ein bisschen einsprühen. Und ursprünglich ist diese Feder gedacht gewesen für so einen selbstgemachten Dreamcatcher. Also das ist schon das nächste Projekt, was mich wirklich reizen würde. Also, wie sagt man, von Hintertupfingen über Großkrotzendorf, über die Feder zum nächsten Projekt. Nämlich eine, die hat noch keine, die Pfauenfeder, eine Geschichte, die mich der Sache näher gebracht hat, was ihr schon auf dem Cardigan gesehen habt. Ich zeige es nochmal kurz. Und zwar dies hier. Das ist ein Granny mit Reliefmaschen und das fand ich auch in YouTube und das war mein erstes Experiment dazu. Gibt es von Carolins Welt, gibt es ein Filmchen, das habe ich einfach jetzt mit Probegarn gemacht, einfach nur so just for fun, weil ich wissen wollte, wie ist das, wie häkelt sich das und es macht solchen Spaß, also mir, dass ich gedacht habe, hallo, das gibt doch mal ein schönes Deckenprojekt. Ich wollte ja nie eine Decke machen, jetzt habt ihr mich soweit. Ja, und so entstand auch, da gibt es zwei Varianten. Also einmal, das ist mir wie das klassische Granny und dann fängt man hier an. Dann ist es erst ab hier mit Reliefmaschen und da, das ist ein bisschen anders. Da gibt es eine kleine Abwandlung. Da sind die hier von der Mitte raus schon und die Ecken sind auch in Reliefmaschen. Dadurch wird es sehr viel gleichmäßiger. Das hier ist aber sehr schön. Es bleibt nämlich elastisch und weich. Also das wird ja schon ein bisschen brettig, ne? So à la Topflappen. Ah, ich zeige euch gleich noch was. Augenblick. Bei der ganzen Experimentiererei habe ich natürlich auch mit verschiedenen Garnen jongliert. Ich habe noch Cotton Merino liegen in diesen Farben. Und das hat mich natürlich auch sehr gereizt, das auch zu probieren. Und das war das Stück, was ich zunächst gemacht habe, bevor ich das für diesen Indianerkaul gemacht habe. Schau du mal, da bin ich jetzt so weit. Da gibt es eine kostenfreie Anleitung dazu, das nennt sich Elements Karl. Diesmal werde ich wirklich sorgfältig sein und euch das alles verlinken, weil ihr blickt ja sonst selber auch nicht mehr durch. Also blickt nicht durch, ich selber habe ja meine Probleme damit, was ich alles für Anleitungen probiert habe. Und da ist das auch bis in die Ecke und das hat so einen Topflappencharakter, ne? Aber man kann das jetzt hier noch weiterführen. Das wird sehr interessant. Das werde ich dann auch mal machen. Das könnte ein wunderschöner Kissenbezug werden. Also das wird mir sehr, sehr, sehr gut gefallen als Kissenbezug. Die Wolle ist natürlich dick und das Muster frisst natürlich auch Wolle. Also da braucht man schon Wolle dafür. Ja. Und so ging das immer weiter, meine Rumprobiererei. Bei der Federnprobiererei habe ich auch, weil mich interessiert hat, wie sich diese Garne für so kleine Projekte eignen, habe ich diese Feder gehäkelt.
Aus Restgarn, das müsste natürlich ein bisschen gewaschen werden, dass es sich ein bisschen legt. Ja, das sieht natürlich aus wie so eine Papageienfeder. Naja, ist nichts Besonderes. Aber man könnte es vielleicht auch. Naja, nö, das gibt so einen Kindertraumfänger oder so irgendwas. Fürs Kinderzimmer. Kann man ja auch machen. War eigentlich mehr zu probieren, wie das Garn sich verhäkelt und diese Struktur. Da gibt es auch ein Anleitungsvideo dazu. Ja, da habe ich dann hier in dem Kistchen so ein bisschen die, ist alles Acrylwolle gesammelt, die hier dazu passt, dass ich das parat habe, wenn ich solche Sachen experimentiere, weil ich derzeit vollkommen der Experimentierfreude unterlegen bin. Und das habe ich alles da drin. Und da ist das beisammen. Und dann kann ich das jederzeit vorholen, wenn ich denke, ach, ich häkel mal schnell eine Feder oder zwei, da fehlen noch die Federn von der Feder. Oder sowas experimentieren will. Oder sowas. Und das ist ja aus dem Garn, was, das lege ich gleich beiseite, das passt jetzt irgendwie nicht. So, ihr Lieben, jetzt muss ich mich ein bisschen sammeln, um die Überleitung zu finden für das Eigentliche, was ich angestellt habe. Hey. Weil das da, wie ich schon erwähnte, Deckenprojekt mir eingefallen ist, dass ich ja ursprünglich diese ganze Alpaka-Wolle, die dann in einer Art Leichtsinnigkeit hier als Jura-Cardigan weiter verstrickt werden sollte, dass ich die ja ursprünglich für eine Decke bestellt habe. Jetzt fallt bitte nicht in Ohnmacht. Augenblick. Ich zeige euch mal die Wolle, die ich hatte und jetzt auch noch ergänzt habe. Und das ist noch nicht alles. Diese ganzen Farben habe ich von Alpaka. Hier der Drops Alpaka. Die gibt es in ganz, ganz vielen Farbgebungen und Abstufungen. Und das waren so die Farben, die mich. Das Rot habe ich jetzt mal da reingesteckt, aber das ist noch nicht entschieden, ob das damit reinkommt. Ich weiß es nicht. Vielleicht experimentiere ich da auch mit, wie sich das macht. Aber im Großen und Ganzen habe ich jetzt schon mal so die. Es sind immer fünf Farben, die ich verwende für ein Viereck. Ich zeige euch jetzt mal die, die ich schon ausprobiert habe. Nummer 1. Und umgekehrt Nummer 2. Einmal von innen und einmal von außen rausgehäkelt. Die gleichen Farben. Und natürlich meine Lieblingsfarben. Nummer 1. Oh, ich habe hingen überall noch Fäden dran. Ne? Das Übliche. Aber ich war so begierig, euch das zu zeigen. Nummer 1. Und Nummer 2. Bei dem Muster entstehen hier so ein bisschen Löcher. Das macht aber nichts, aber ich würde es unheimlich, obwohl es dick ist, wird es ganz geschmeidig und nicht so brettig wie der Topflappen der Art, die ich euch vorhin gezeigt habe. Ja, und das gibt die einzelnen Elemente für eine Decke. So sieht übrigens die Rückseite aus, wie Granny. Und das ist die Vorderseite. Und das macht so einen Spaß. Ich kann es euch gar nicht sagen. Was ich für einen Spaß hatte, das jetzt mal so weit in den verschiedenen Farbgebungen auszuprobieren und rumzuexperimentieren. Ach ja, hier habe ich diese ganzen grau-lila Abstufungen und ein bisschen beige. Alles dieses Drops Alpaka. Und dann habe ich schon verschiedene Farben immer so als Fünfer, weil das immer fünf Farben sind. Entweder so zusammengestellt. Habe das hier mir schon so reingesteckt in meinen Behälter. Oder so. Und so weiter. Und da war ich echt gut mit beschäftigt. Ziemlich viel beschäftigt. Ja, könnt ihr euch ja denken. Also das braucht gar nicht so lange zu häkeln.
Am Anfang muss man natürlich noch ein bisschen mehr aufpassen, bis es Routine wird. Wenn man das Muster mal in sich hat, ist es selbsterklärend. Und das ist meine Häkelnadel. Die habe ich mal irgendwo ganz billig erstanden, aber die ist ideal. Die hat eine wunderbare Einstichvariante hier vorne und hier so ein bisschen Silikonfläche, wo der Daumen drauf liegt, so wie ich. Ich bin ja, wie sagt man, Messerhäklerin, ne? Ja. Dann gibt es noch Gabelhäkeln, das kann ich nicht. Ich häkel so. Aber ich häkel auch manchmal so. Ich kann es euch gar nicht sagen. Also hat mir jetzt auch riesen Spaß gemacht. Und ich bin überrascht, dass ich für dieses Häkeln mit Reliefstäbchen die Wolle so wunderbar eignet von Alpaka. Also von diesen Trops-Alpaka. Ja. Und da habe ich mir jetzt vorgenommen, 4 Stück sind es. Ich habe mir vorgenommen, jede Woche eins zu machen, mindestens. Und habe ich noch ein bisschen nachzuholen, glaube ich, wir sind in der Woche 6, wenn mich nicht alles täuscht. Naja, 4 habe ich ja schon, 2 kann ich irgendwie noch zwischendrin mal nachholen. Sodass ich bis Ende des Jahres 52 Vierecke habe. Mal sehen, wie es läuft. Vielleicht schaffe ich es auch so, dass ich 60 kommen oder so. Mal sehen. Für meine Decke. Garn habe ich genug. Spaß habe ich auch dran. Gut, wie alle, die wir hier solche Sachen machen, kommt auch mal so ein Punkt, wo man das dann mal nicht mehr sehen kann. Aber so ein Viereck ist wirklich gar keine Sache, das zu häkeln. Und das kann man auch mitnehmen. Da hat man zwar verschiedene Farben dabei, aber ja, das geht schon. Ja, das wollte ich euch zwischendrin zeigen. Mal wieder was ganz anderes. Ich habe noch was experimentiert. Ich muss mal kurz auf Pause drücken. Nee, experimentiert ist eigentlich nicht so weit gediehen, dass es zeigenswert ist, aber kommt alles noch. Was ich euch aber bei der Passage hier zeigen wollte noch ist, dass ich, und was ich vergessen habe in meinem letzten Video zu sagen, ist, dass ich am Karl mit Sarah Schira an dem Gnomen mitmachen möchte, der jetzt als Karl, glaube ich, am 12. oder 13. Februar startet. Und dazu habe ich die 2 Wollen rausgesucht. Das ist auch eine Dropswolle, eine Dila. Zeige ich es euch auch nicht wieder auf dem Kopf. In meinem letzten Video, sorry, habe ich Sachen auf dem Kopf gezeigt. Wie blöd ist das denn? Aber ich sehe es spiegelverkehrt, ihr seht es dann richtig. Und deswegen habe ich das nicht gemerkt. Also das ist die Drops Delight für meinen Gnom, der jetzt demnächst in Karl geht. Das soll einmal eine dunklere Farbe sein und einmal eine hellere. Die zeige ich euch noch ein bisschen von Namen. Die habe ich doppelt gelegt. Das ist so ein ganz dünnes Garn gewesen. Dünnes Sockengarn von Wolle Holliker, aus Tencel oder wie das nennt. Und habe ich einen Glitzerfaden mit dazu gewickelt. Das zusammen geht gut in eine Stärke dann. Und das als zunächst braucht man 2 Farben. Einmal etwas meliert, wenn es geht. Und eine helle Kontrastfarbe. Gibt bestimmt Colorwork. Bin ich ja mal gespannt. Das fängt als Karl an, wo ich auch mitmachen werde, mit der Sarah diesen Gnom zu stricken. Oh. Das wohnt jetzt momentan in dieser schönen Tasche. Da hatte mich übrigens auch eine Zuseherin gefragt, wo es die gäbe. Das ist ein Unikat. Das gibt es leider nicht mehr in der Form. Zumindest weiß ich nichts davon. Ja, und das nächste, was ich euch zeigen wollte, was Richtung Schulanfang geht von unserer Enkeltochter. Moment. Das habe ich auch mitgenommen. Ihr seht, 3 Euro, das ist nichts. Das ist die Farbe, alles schon zusammengestellt. Gab es auch bei Teddy. Achtung, Werbung. Tutto completo. Ist zwar eine billige Plastikhäkelnadel drin, aber das ist ja kein Problem. Das wird auch gehäkelt. Ja. Und. Was kann ich euch? Ich habe nämlich noch einen Moment Zeit. Mal gucken. 28. Och, da kann ich euch noch ein bisschen mehr zeigen. Augenblick, denn ich Wahnsinnige hatte wieder
an Schlageritis. Hab das schön hier abgelegt mit meinem Spickzettel, bekannter Manier. Aber das Projekt kennt ihr noch nicht. Ich zeige euch erstmal die Wolle. Denn das hat mich in erster Linie gereizt, auszugucken, wie verhält sich diese Wolle. Weil ihr das schon öfters hier andere in die Kamera gehalten habt. Das ist ein, das Blau sieht hier so schmutzig anthrazit aus. Es ist aber ein, so kann man es sehen. Also hier in dem Bereich ein schönes dunkles Blau und das ist ein klassisches Beige. Und das ist die Premium Silk von Schachenmeier. Ja, die Krönchenwolle. Die hat es mir angetan, die hatte ich irgendwo mitbestellt. Und da war ich jetzt neugierig, wie strickt die sich? Und habe auch sofort ein Projekt gefunden. Jetzt habe ich das Buch da oben stehen. Ich habe dieses Tuch angefangen. Das ist ein Hebemaschenmuster. Und da fällt mir jetzt auf, wenn ich das so in die Kamera halte, dass ich hier bei den Hebemaschen einmal die Masche, eine Masche wird verdreifacht, und dass ich einmal rechts eingestrickt, dann einen Umschlag und vorne wieder rechts gestrickt habe. Und dann habe ich gedacht, nee, das sieht doch so komisch aus. Und dann habe ich es hinten, also einmal eine rechte Masche einstechen, Umschlag und hinten verschränkt. Und das kommt mir besser vor. Jetzt war ich am Überlegen, soll ich das deswegen nochmal rippeln? Man sieht das so richtig, ne? Aber dann wieder denke ich, ach, wenn das gewaschen und gestretcht wird, dann fällt es doch nicht so auf. Oder? Oh, ihr wisst, ich rippel nicht gern. Aber da sieht man es ganz deutlich, ne? Den Unterschied. Dann hat es wieder was Changierendes. Ich glaube, ich muss es nochmal rippeln, weil auch hier in der Mitte ist auch irgendwann hier was passiert, was die Regelmäßigkeit aufgehoben hat. Hier unten geht es wieder regelmäßig weiter und ich weiß nicht, was ich hier angestellt habe. War ich vielleicht zu müde? Und ich fürchte, wenn ich das rippel, ich kann es nicht wieder aufnehmen. Ich könnte ja zum Beispiel bis dahin rippeln oder so. Ich werde es probieren. Mal sehen. Ich glaube, ich rippel's nochmal. Es hat eh nicht die Priorität. Es war auch nur die reine Neugierde, die mich getrieben hat, das hier zu stricken. Ich zeige euch mal das fertige Tuch. Das Buch steht ja da oben. Kann ich ja mal runterholen. Ah, wo ist es denn? Es heißt Spark of Grey. Und soll so aussehen. Oh. Ja, nur der Pudding hört mein Seufzen. Ja, ich habe schon gedacht, ich werde immer mal ein Stückchen so lang stricken, dass ich das Gefühl habe, ich komme nicht aus dem Musterschwung raus, aus dem einen. Aber wenn ich das dann so sehe, ich denke, jetzt mache ich irgendwas falsch. Das sieht ganz anders aus wie bei mir. Guck doch mal, wie das bei ihr aussieht. Und bei mir. Obwohl, ne, wenn es gespannt ist, wenn es richtig gespannt ist, kommt es. Aber ich bin ja so eine Lockerstrickerin. Guck mal, was ich hier für Löcher habe. So ganz happy bin ich nicht damit. Nein? Denn wenn ich das jetzt so sehe. Nein. Also bei aller Liebe. Auch Experiment gewesen. Weil ich neugierig war. Ich war einfach so neugierig. Vielleicht hatte ich einfach ein bisschen Ablenkung gebraucht. Ich glaube, ich habe ein bisschen Ablenkung gebraucht, warum ich so viel Neues angefangen habe. Ich bin ja viel zu Hause momentan. Auch ja, aus vielerlei Gründen. Wir unternehmen auch viel, aber
Manchmal fällt einem im Winter schon ein bisschen die Decke auf den Kopf, wenn man nicht mehr arbeiten geht. Und man denkt auch, Strickzeit, Strickzeit, Strickzeit. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge, die einen manchmal belasten. Und dann hilft experimentieren. Ja, bevor ihr jetzt im Kaffeesatz lesen wollt, was mich belastet, ist nichts Dramatisches. Aber ich habe mit meiner einen Hüfte Probleme und war die Woche auch in der Röhre. Eine Besprechung hatte ich noch keine, muss ich jetzt wieder 4 Wochen warten, bis ich zum Orthopäden kann, weil ich vorher keinen Termin bekomme. Ja, so viel dazu. Als Kassenpatient, ne, braucht man Geduld. Und das ist jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt deswegen sofort irgendwie akut was machen müsste, aber es nervt. Ich bin nicht mehr so beweglich, ich habe nachts Schmerzen, ich kriege schnell einen Krampf und ja, man muss der Sache mal auf die Spur gehen. Und das überschattet momentan alles so ein bisschen für mich, weil ich fühle mich dadurch so alt. Ja, aber Gott sei Dank gibt es ja heute Möglichkeiten, sich helfen zu lassen. Na, da gibt es ja diesen Liebscher und Pracht, Achtung, Dauerwerbesendung, der da im YouTube-Filmchen zeigt. Aber ich gehe auch regelmäßig in Yoga, ich versuche diese Übungen zu machen, aber manche gehen beim besten Willen, gehen nicht. Ich kann mein Bein nicht mehr übers andere schlagen. Ich kann auch das Bein nicht so verschränken und dann irgendwelche Übungen machen. Es geht nicht. Und abgesehen davon, im Yoga-Sitz geht schon mal überhaupt gar nicht. Und dann gibt es noch so ein paar Übungen, die ich immer mit, ja, mit links gemacht habe. Es geht links eben nicht mehr so. Wir wollen ja nicht über Krankheiten reden, nur dass euch das ein bisschen mitnimmt, warum ich so experimentierfreudig war. Ich wollte mich einfach ein bisschen ablenken. Ich brauchte Ablenkung. Und mit irgendeinem Projekt, wo man gerade aus Ärmel stricken muss oder einen ellenlangen Schal stricken, das war keine Ablenkung für mich. Ja, ich habe aber auch noch ein schönes Hörbuch angefangen. Jetzt komme ich nicht drauf, wie es heißt. Doch, 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 ich habe ja mein Handy hier liegen. Ich kann's euch zeigen. Eigentlich denke ich, naja, es hat am Anfang so ein bisschen mehr Jugendbuchcharakter. Das ist übrigens bei Audible, wo ich ja schon Ewigkeiten und 3 Tage Abonnentin bin, ein Manko. Ich habe es schon 2-mal hingeschrieben. Ich finde, die könnten ein bisschen mehr rausdeuten, ob ein Roman, gesprochener Roman, ob das ein Jugendroman ist oder ein Erwachsenenroman. Und wenn es für beide ist, für Jugend und Erwachsene, könnte man es auch zeigen. Ne? So ein Vorschlag. Falls das jemand von Audible nochmal hört, ihr Lieben, macht was draus. Es wäre sehr hilfreich. So, jetzt habe ich mal hier, zeige ich euch mal, wo ich gerade bin. Was ich gerade höre. Och, wie immer, wenn man sowas zeigen will, geht's weg. Wieso geht das jetzt weg? Kann es denn wahr sein? Jetzt hoffe ich, dass es nicht so spiegelt und ich kann euch das zeigen. Ich glaube, das spiegelt zu arg. Nee, das hat überhaupt keinen Wert. Das geht nicht. So. Ja, wie bin ich da drauf gekommen? Es fängt relativ harmlos an. Es fängt bei der Kindheit des Hauptprotagonisten an. Ich bin deswegen draufgekommen, weil einige von euch ja so richtige Harry Potter-Fans sind. Und dann habe ich mir überlegt, oh, Harry Potter, braucht man das? Muss man das gehört oder gelesen haben? Mit dem Lesen habe ich sowieso Probleme mit meinen Augen. Daher höre ich lieber Hörbücher und dann kann ich auch dabei handarbeiten. Hey, hallo. Geht ja wunderbar. Und als ich so rumgesurft bin und recherchiert habe und gestöbert bin in der Bibliothek, rumgestöbert habe in der Audible-Vorschlagsliste und da kriegt mir seine Vorschläge schon so gemacht, wie man so ein bisschen die Richtung, die man sonst schon so hatte. Und da kam, als ich dann Harry Potter aufmachte und nicht sicher war, soll ich das wirklich, die ganze Harry Potter Serien, soll ich das wirklich mir anhören, habe ich gedacht,
guckst du mal, was es Ähnliches gibt. Und da gibt es ja ähnliche Titel und da kam das mit der Die Gabe der Königin. Das heißt, das kam ein Teil der Trilogie, es sind, glaube ich, insgesamt sogar 3 Trilogien. Und die 3. Trilogie ist derzeit relativ frisch erschienen. Da geht es schon um die Tochter desjenigen, der hier noch als Kind agiert. Und dann habe ich im Internet recherchiert und geschaut, wie die Titel von Robin Hobb, in welcher Reihenfolge die tatsächlich erschienen sind, weil in irgendeine Rezession stand, man täte gut daran, alle Teile von Anfang an zu hören oder zu lesen. Und da ich dann nicht wusste, in dem ganzen Gewusel, wo ist der Anfang, habe ich das recherchiert, habe das irgendwie eingegeben oder diejenige hatte sogar eine Verlinkung dabei, ich glaube, die hatte sogar eine Verlinkung dabei, auf eine Seite und da konnte ich dann genau sehen, wo es anfängt. Und das ist der erste Roman hier, Die Gabe der Könige. Oh, sieht man ja gar nicht. Ach Leute, es tut mir leid. Oh. Könnt ihr selber recherchieren. Fängt sehr betulich an, sehr, sehr entspannt, sehr gemütlich, aber ist trotzdem spannend. Also ich bin ganz begeistert. Und der Sprecher, der macht seine Sache auch sehr gut, für meinen Geschmack. Und das ist mal, vorher habe ich einen Krimi gehört von Michael Robotham. Heißt der Michael Robotham? Ach, ich kann ja hier gucken, bin ja blöd. Das habt ihr jetzt nicht gehört, gell? Ich kann ja hier gucken. Ja, das kann ich, Schweigestill. Das gibt es momentan als Buch, auch häufig angeboten. Und jetzt habe ich das aber schon von meiner Hörliste wieder runtergelöscht. Jetzt gucke ich mal, ob ich euch das so zeigen kann. Oh, verzeiht mir das. Da. Da in der Mitte. Da. Ich blende es ein. Michael Robotham, Schweigestill. Oh, das war ja ein nervenzerfetzendes Buch. Hat mir sehr gut gefallen. Auch die Charaktere. Und daraufhin habe ich gedacht, brauchst du jetzt mal wieder was anderes. Und wenn ich dann genug von Die Gabe der Könige und alles, was dann da so kommt, die ganzen Bücher kann man ja eh nicht in einem Stück permanent hören. Da kann ich durchaus auch nochmal gucken, was Michael Robotham sonst so geschrieben hat. Wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr mir ja reinschreiben, ob ihr den auch schon gehört habt und welches seiner Bücher euch besonders gut gefallen hat. Ja, ich finde ihn gut, als toller Schriftsteller. Es war schon blutig, aber die Szenen waren doch erträglich. In manchen Thrillern ist es ja derzeit so, dass es wirklich so, so extrem blutig ist und voll der Szenen und was nicht alles, das macht, nee, brauche ich nicht. Also es kann auch Spannung sein, ohne dass das Blut unten rausläuft aus dem MP3-Player oder im Laptop oder im Smartphone. So, jetzt habe ich so viel gequatscht, dass ihr denkt, was quatscht die noch alles? Ich mache jetzt mal Schluss für diesen Moment. Ich baue ja diese Sequenz in einen größeren Film ein. Und da seht ihr mich dann nochmal. So, jetzt ist das letzte Stück von dieser Dreifachgeschichte. Ist ja im Grunde genommen egal. Ihr guckt ja entweder in einem Stück weg, wenn ihr viel Zeit hattet, oder aber ihr müsst sowieso unterbrechen und irgendwann weiter gucken. Aber das muss ich euch jetzt noch zeigen. Es passt auch so gut zu dem, was ich heute anhab. Und weil ich jetzt auch heute ein bisschen anders disponiert habe, wie ich stehe. Es war mit dem Licht diesmal besser so. Und die Brille spiegelt nicht so arg. Eigentlich gar nicht schlecht, wie ich das jetzt gelöst habe mit dem Tablet. Also, ich zeige euch mein Spezial-Jura-Cardigan-Abbruch. Ich hatte euch zwischendrin ja schon mal jetzt gezeigt, wo ich in dem Stadium war, mit euch quasi zu besprechen, was alles passiert ist. Da brauche ich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Aber seit vorgestern habe ich noch ein ganzes Stück weitergemacht und bin eigentlich auch fertig damit. Mit meinem wunderschönen Loop, den ich aus dem
Jura-Cardigan gemacht. Ich stehe jetzt nochmal wirklich nochmal auf. Das geht nämlich ganz gut zum Zeigen so. Hier oben habe ich diese robuste Wolle von meinem Häkelschal genommen. Vielleicht trenne ich das nochmal auf. Also hier die da, weil die Alpaka ist ja ein bisschen zart und ich weiß es nicht. Vielleicht nehme ich das nochmal weg und mache diese türkisfarbene Alpaka-Wolle, die da hier rundherum. Ich habe nämlich das jetzt alles vernäht, habe noch nach dem, was ich euch vorhin gezeigt habe, in der Zwischenfolge, aus den Rianresten so ein auch indianisch anmutendes eine indianisch anmutende Applikation drauf gemacht und bin ganz happy, weil ich den Steak ja verbergen wollte. Und die andere Seite noch mal kurz zum Zeigen, sieht ja so aus. Und habe ich das hier oben, musste ich so ein bisschen zusammennehmen, aber das ist alles nicht schlimm. Innen habe ich auch so ein Chenilgarn. Das kann man ganz gut verstecken. Oh, jetzt kommt ein Fädchen mit raus. Das war nicht beabsichtigt. Das muss ich, glaube ich, noch vernähen. Hiermit will ich euch das jetzt mal vorführen. Jetzt gehe ich doch mal erstmal wieder runter. So, kann man das aufmachen. Und dann hat man einen wunderschönen Schal oder so ein, wie sagt man dazu? Ich weiß es gar nicht, den man sich hier gerade so ein bisschen zusammenzieht und kann das sich so auf die Schultern legen. Das geht mit ein paar Handgriffen gut zu machen. Hinten kann man sich ein bisschen höher machen. So. So, und die Bänne, da kann man dann gerade so ein Schlüppchen reinmachen und kann das da drin verstecken. Deswegen habe ich da so ein bisschen eine ja, weil das bestimmt oft traktiert wird hier, ne? Dann kann ich die Fädchen da reinstecken und dann sieht man es nicht mehr. Das finde ich nämlich ein bisschen blöd mit den Fäden. Weg, weg, weg. Vorhin habe ich es schneller hingekriegt, aber das ist ja der... da guckt noch ein Neuwärmchen raus. So. Ja. Und das kann man sich dann legen, wie man möchte. Ne? Das ist auch sehr angenehm so. Also vor allen Dingen, wenn man dann irgendwo ist und hat das Ding dabei und will es sich nicht über den Stuhl hängen und es zieht von hinten, aber man will es trotzdem hier frei haben, ist das... Doch, sieht doch toll aus, finde ich. Gut, da hinten staucht es vielleicht ein bisschen. Aber so pingelig darf man da auch nicht sein. Und dann gibt es noch eine Tragevariante, die auch nicht uninteressant ist. Dazu muss man das hier wieder aufmachen. Jetzt kommt wieder das rote Fädchen, was ich unbedingt noch vernähen muss, weil sich das da immer dazwischen mogelt. Du gehst jetzt mal weg hier. So, und jetzt kann man das wieder ganz aufziehen. Das mit dem Chenilgarn geht übrigens sehr, sehr gut für den Zweck. Ich war erst skeptisch. Zur Sicherheit mache ich hier eine kleine Schlaufe rein, damit mir da nicht das eine Ende abhaut. Das wäre ein bisschen blöd. Jetzt komme ich, glaube ich, wieder runter, gell? Ihr seht mich nur zur Hälfte. Ja, und wenn das dann so ist, könnt ihr euch ja denken, was jetzt kommt. Ne? Dann kann man das richtig spannen. Und dann kann man sich das auch als... So, als Schälchen umziehen, drapieren, wie man es gern hätte. Und das ist natürlich dann richtig, richtig warm. Und vorhin hatte ich das auch noch so, dass das, auch das da, man kann auch das andere, wenn einem das besser gefällt, das hier nach außen machen. Oder das hier. Oh, das ist gut. Leute. Gut, das muss man dann halt da ein bisschen drunter schaffen. So, zack, zack, bumm. Ne? Fertig. Ist es schön oder ist es schön? Es ist auf jeden Fall eine schöne Notlösung. Ich brauchte nicht zu rippeln. Ich kann es anziehen. Ich kann die wunderbare Wolle einsetzen und kann sie tatsächlich tragen. Ne? Und ich habe Hingucker. Also Leute, das ist ja ein Hingucker. Ne? Auf jeden Fall. Ja, man kann es auch einfach mal so hängen lassen. Ne? Merke ich jetzt auch. Ist überhaupt kein Problem. Ne? Sieht doch auch gut aus. Hallo, siehst du, so habe ich es noch gar nicht probiert. Ist vielleicht noch besser. Ey. Und wenn einem das nicht gefällt, macht man das andere. Ne? Da rein. Muss man halt ganz rumdrehen, ne? Egal. Jetzt will ich mich auch gar nicht so lang. Das sieht doch auch toll aus. Es ist jedenfalls speziell.
Vielleicht greift auch diese Anleitung irgendeine der super Halligalli-Designer oder Designerinnen auf für ein Projekt, was dann alle stricken wollen. Ich kann den Jura-Cardigan von meiner To-Do-Liste streichen. Und er hat am Anfang nicht geahnt, was aus ihm wird. Aber mir gefällt's. Wenn es euch nicht gefällt, oder ein Teil von euch, einigen wird es gefallen, einigen vielleicht gar nicht, macht ja nichts. Wir haben ja hier die Freiheit, das ist ja das Schöne, zu machen, was uns Spaß macht und was uns gefällt und uns gut tut und dann am Ende auch Spaß macht zu tragen. Weil es gibt auch Sachen, die man fertig gemacht hat und die man dann nicht so gern trägt. Warum auch immer. Die muss man dann verschenken. Okay. So, jetzt habe ich nochmals 6 Minuten für diesen Teil gebraucht. Ich wollte euch noch was zeigen, ich komme aber nicht dahinter, was es war. Nur mal kurz auf Pause drücken. Ich hab's. Zu guter Letzt und doch ein Anfang, der kurz bevorsteht. Einige haben es schon mitbekommen. Es wird ja demnächst. Am Freitag ist Valentinstag und es wurde ein Karl ausgerufen. Da habe ich mich entschlossen mitzumachen. Ich habe ja schon gesagt, so viel Karls will ich nicht mehr machen. Aber diesen Karl möchte ich gern mitmachen, denn ich habe auch Stashwolle gefunden. Ich zeige die jetzt auf Monikas Bitte hin ohne Label. Das ist ein Merino Stretchgarn. Das stretcht sich so ein bisschen. Farbe. Wen wundert's? Eine meiner Lieblingsfarben. Ja. Und die lag jetzt gut abgelagert im Schrank rum, die Wolle, und in ausreichender Menge. Und da habe ich dann gedacht, okay, der He-To-Fude-Karl, um den geht es nämlich, falls ich es noch nicht gesagt habe, ich weiß es jetzt gar nicht, den Monikas Wollwelt, die Monika ausgerufen hat, zusammen mit der Elli ihrem Valentinscast-On, wo wir gesagt haben, oder die beiden gesagt haben, es geht jetzt mal darum, dieses Jahr zwar für einen Herzensmenschen was zu stricken, aber warum könnte der Herzensmensch nicht wir selber sein? Ich zeige euch mal kurz den He-To-Fude-Karl, was ich davon zeigen kann. So, die Jacke, für die, die es noch interessiert. Ist eine Lace-Jacke mit einem dreiviertel langen Ärmel. Das ganze Konstrukt finde ich sowieso sehr interessant. Ich habe es natürlich, was ein Design-Feature, ne? Fast in diesem Grün ausgedruckt ist. Das ist nicht toll. Ja, und ich habe auch eine Maschenprobe gemacht. Der Elefantenbeutel ist frei geworden, weil ja mein Mohair-Pullover fertig ist. Und die Maschenprobe kann ich euch auch schon zeigen. Sie passt genau bei mir mit Nadel Nummer 3. Und so wird es aussehen als Gestricke. Hier oben habe ich ein bisschen großes Loch. Ja, weil ich habe zu früh aufgehört mit der Maschen. Da habe ich dann wieder gedacht, ach, das reicht. Musste nicht ganz weiter stricken. Gut. Oder ist da was abgehauen? Ich weiß es nicht. Naja, es ist jetzt nur eine Maschenprobe, aber ihr könnt sehen, wie es Gestricke aussehen wird. Da kann man es ganz gut erkennen, ne? Ja. He-To-Fude-Karl. Also wie gesagt, Maschenprobe. Ich habe sie jetzt nicht gewaschen, die Maschenprobe. Ich weiß nicht, ob die Jacke wächst oder nicht. Ich habe sie schon ziemlich gestretcht, die Wolle. Es wird passen. Also jedenfalls, die Anzahl der Maschen und Reihen und zusammen mit einer Dreiernadel passt bei mir gut. Gut. Jetzt habe ich wieder kein Maschenbild. Ich hätte wieder reingucken müssen in meine Mappe. Und die liegt ganz oben auf dem Schrank. Und vor dem Schrank haben wir momentan ein paar Sachen stehen, weil wir was renovieren müssen. Und ich komme da so schlecht dran. Also müsst ihr euch mit dem Maschenbild jetzt hier begnügen. Ups. Oh, ne? Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Es war ja eine abwechslungsreiche Folge mit ganz viel Kuddelmuddel. Und ich habe bestimmt jede Menge Viren gesetzt. Glaube ich zumindestens. Ich bin momentan guter Dinge. Ich hatte ja bei der letzten Folge gesagt, ich habe so ein bisschen Winterblues. Der hat sich ein bisschen verflüchtigt. Das hat der Sturm scheinbar weggeweht, den Winterblues.
hoffe ich, es bleibt so. Es stehen ja die tollen Tage bevor. Und alle, die ihr hier als Narren unterwegs seid in absehbarer Zeit, habt viel Spaß und genießt die Tage, die Verrückten. Kommt immer wieder gut nach Hause, übertreibt's nicht. Für die Kinder und Jugendlichen, die Spaß dran haben, wünsche ich auch ganz viel Vergnügen. Und alle, die Fastnachtsmuffel sind, naja, die können ja schön im Kämmerchen sitzen bleiben und stricken und häkeln, ne? Und Podcasts gucken. Und vielen Dank für eure vielen Abos und Däumchen hoch und überhaupt, ihr seid wirklich ein tolles Publikum. Danke. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Sylvia.